In der Tat, es ist in meinem Heimatland Deutschland eher ungewöhnlich, dass man nach annähernd 25 Jahren Tätigkeit in der privaten Wirtschaft ein herausgehobenes öffentliches Amt übernimmt. Ich bin extrem dankbar für diese Chance und ich glaube schon, dass ich in vielfacher Hinsicht profitieren kann von den großen Erfahrungen, die ich in der privaten Wirtschaft sammeln durfte. Es beginnt offensichtlich damit, dass ich sehr genau verstehe, wie der Gegenstand unserer Aufsichtstätigkeit, nämlich Bankenmanagement, Versicherungsmanagement, wirklich tickt, funktionieren muss, wie sie denken. Und das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil für die Wahrnehmung einer Aufsichtstätigkeit. Gleichzeitig meine ich, dass man viele Erfahrungen im Management von privaten Organisationen, was ich als Vorstand und Geschäftsführer in vielen Rollen ja lernen musste, auch bei der Leitung einer sehr großen, komplexen öffentlichen Behörde gebrauchen kann. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir dazu neigen, den Unterschied zwischen privat und öffentlich zu überschätzen und den Unterschied zwischen groß und klein eher zu unterschätzen. Aber das ist wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich diese Mischung, diese Kombination aus langen Jahren Erfahrung in der privaten Seite nun mit den originären Erfahrungen auf der öffentlichen Seite mischen darf.